Erstmal faltet ihr das Papier in die Diagonale. Und zwar perfekt in die Diagonale. Ecke auf Ecke. Dann gibt es einen Trick, um die andere Diagonale leichter zu machen. Und zwar direkt danach so falten. Wieder das Dreieck in die Mitte falten. Und feste und abstreichen. Wenn es geht, auch am besten mit einem Falzbeil, dann wird es auch ganz schön. Und wenn man es dann öffnet, entsteht in beide Diagonalen. Und genau das gleiche macht ihr jetzt auch bei Kante auf Kante. Es muss nicht unbedingt unglaublich perfekt sein, nur möglichst perfekt. Immer schön abstreichen. Dann wieder in die Hälfte falten. Wenn ihr ein Falzbein habt, mit Falzbein abstreichen, wieder alles auffalten. Wenn euch das bisher alles zu schnell ist, einfach unten auf das im Rad und dann auf Wiedergabengeschwindigkeit und es ein bisschen langsamer machen. Zum Beispiel 0,75, 0,5. Wenn es euch zu langsam ist, dann einfach 0,17 oder 2, wenn ihr es wirklich sehr schnell könnt. Kommt drauf an. Und jetzt dreht ihr das Blatt um. Und faltet es in die Diagonale. Ihr öffnet es leicht an der schon gemachten Falte, greift hier rein, faltet das Papier in dieser Linie und faltet das Papier genau mit dieser Falte nach da. Dann faltet ihr das andere Stück so rein
Und wenn es hier bei der Öffnung zwei hier sind, wenn ihr es öffnet, kein Problem. Ihr müsst einfach nur so falten. Und schon ist die Öffnung zweiseitig. Wir machen weiter. Wir falten hier auf diese Linie. Wenn es geht mit Falzbein, schön abstreichen. Dann faltet ihr diese Falte, und zwar da, wo sich diese beiden eine Linie bilden. Wieder auffalten, alles. Und dann nehmt ihr dieses Stück und faltet es nach oben. Wenn es hier nicht so gut aussieht, dann guckt hier rein. Denn ihr solltet immer diese Falte machen, wenn diese Öffnung hier ist. Und zwar, diese Öffnung soll zu dir zeigen. Sonst funktioniert es nicht. Dann, ihr öffnet es so. Und an diesen Falten, die wir schon gemacht haben, können wir es hochfalten und es an den gefalteten Linien eine Spitze bildet. Und genau das gleiche auch hier. Geht ihr das Blatt um und macht genau das gleiche auf dieser Seite. Wieder, wenn es möglich ist, mit Falzbein abstreichen. Schon wieder Linie auf Linie falten. Wenn möglich mit einem Falzbein auffalten, dann wieder hochfalten, an den gefalteten Linien runterfalten, achten auf Gleichmäßigkeit, weil Symmetrie ist das Wichtigste beim Falten. So soll es jetzt bei euch aussehen. Dann öffnet ihr hier das Blatt, dreht es um dann faltet ihr Blatt so und so, dass ein gefaltetes, also so ein Stück, genau hier ist. Also faltet ihr das hier runter, dann faltet ihr das auf. Wenn ich es ganz langsam mache, dann geht wieder unten
hin auf das Rad und drückt auf. So, dass es möglichst perfekt ist. So. Jetzt öffnet ihr wie an der Seite das Papier und dann drückt ihr die Spitze runter. So. Faltet ihr dann diese hoch und auch hoch und faltet dann genau hier in der Mitte verlaufend. Muss aber nicht in der Mitte verlaufend sein. Könnt ihr nach Wahl machen, so wie die Flügel halt aussehen wollen. So faltet ihr genau senkrecht, faltet ihr wieder hoch. Und wenn man hier an dem Schwanz zieht, und zwar fester, am Anfang ist es nämlich ziemlich schwierig, wenn es reißt, nicht schlimm, dann wird es trotzdem gehen und es ist nur eine kleine Beschädigung. Und ja. Tschüss.